Genau, diese Falle nämlich. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ist die Schlimme gewesen. Mich kümmere ich, hab genug davon. Die stoischen Abenteurer haben also den Weg hier runter in meine Höhle gefunden. Warum seid ihr gekommen? Wollt ihr meine Reichtümer rauben oder wollt ihr mich für meine Beleidigung eures Ehrgefühls strafen? Es macht keinen Unterschied, denn das eine wie das andere wird euch nicht gelingen, ehe ich mich eurer in besonders grausamer Weise entledige. Sollt ihr wenigstens erfahren, wem ihr eure schreckliche Sinne verdanken habt. Man nennt mich dafür heran. Der Höflichkeit würde ich es gebieten, dass ich euch nach eurem Namen frage, doch da ihr praktisch schon tot seid, will ich ausnahmsweise einmal auf Etikette keinen Wert legen. Okay. Ja? Du bist ja, ich hab genug davon. Okay, er benutzt sein... Sein Au... Er benutzt was Garstiges. Okay. Was? Nichts leichter als das. Ich hab genug davon. Die stoischen ja. Abenteurer haben also den Weg hier runter in meine Höhle gefunden. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Was denn? Ich verschwinde jetzt. Ja, komm ruhig. Komm um die Ecke. Ihr habt gerufen? Was? Ja, gut. Für die Gefallenen! Jetzt müssen wir den gucken, dass wir den ordentlich runterprügeln. Oh. Was immer ihr braucht. So. Was wollt ihr? Ich bin gut, er hat schon mal seine Spiegelbilder verloren. Und wir haben ihn erwischt. Ihr habt der Organisation, die als Eisenthron bekannt ist, großen Schaden zugefügt. Eine Niederlage, die mit Sicherheit nicht ungerecht bleiben wird. Nun müsst ihr in die große Stadt namens Baldur's Tor reisen. Dort werdet ihr bestimmt erfahren, was wirklich hinter den seltsamen Ereignissen, die die Bewohner der Schwertküste quälen, steckt. Ja, wir haben gerade 6000 Erfahrungspunkte gekriegt. Komm mir Ratschaft, Abenteuer, Urteskrieger und Schwerter. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, wo... So, wir haben noch ein paar Tagebucheinträge hier übrigens. Bentley. Achso, da waren wir kurz im Feuchtignamen. Einer der Soldaten vom Eisenthron erzählte uns, dass sich der Eingang zu den Minen im östlichen Burghof befindet. Ein Frontarbeiter in den Minen erzählte uns von einem Weg, die Mine des Eisenthrons im Mangelwald zu zerstören. Ein Obsidianstöpsel blockiert den Weg, den Lauf eines unterirdischen Flusses. Wenn man den Stöpsel rauszöge, würde das Wasser die gesamte Mine überschwemmen. Nur der Herr der Mine hat den Schlüssel für diesen Stöpsel und den haben wir gerade getötet. Gesslick hat uns eine Menge über die Minen im Mantelwald erzählt. Er und sein Clan arbeiteten früher in den Minen, doch dann stießen sie auf einen unterirdischen Fluss. Es kam zu einer Überschwemmung, bei der fast alle Mitglieder von Jesliks Clans ums Leben kamen. Später traf Jesslik auf Rielta, der beim Eisenthron eine wichtige Rolle spielt. Mit Jessliks Hilfe konnte Rielta die Minen für den Eisenthron wieder öffnen. Von Jesslik erfuhren wir, dass die Minen von einem Magier namens Davieron von der vierten Ebene aus überwacht werden. Wenn wir an einen seiner Schlüssel gelangen würden, könnten wir die ganze Mine unter Wasser setzen. Ja, dasselbe, was uns der Frontarbeiter gesagt hat. Ich habe im Herzen des Mantelwalds in der Mantelwaldmine mit Vavirong gekämpft. Er selber erwies sich als wenig hilfreich, deswegen muss ich seine Habe untersuchen, um seine wahren Ziele zu verstehen. Ja, jetzt können wir hier sehr viel plündern. Gut. Erstmal können wir... Vavirong hatte zwei Umhänge. Identifizier die mal. Das sind nämlich bessere Rüstungen, das Armbänder für dich. So.
Briefe. Ja. Platzmangel. Check. Schutz vor dem Bösen würde ich gerne noch mitnehmen. Also was steht hier? Brief. Daveron, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, zeigt das Eisengift in den Küssen ging bereits Wirkung. Nachdem die meisten Eisenimporte von Tazuk aufgehalten worden sind, kommt nun der Großteil aus der verseuchten Eisenquelle in Nashkel. Der Aufstand der Syphilisianer in Am hat dafür gesorgt, dass keine Kräfte dieser Nation in der Lage sind, sich unseren Söldnereinheiten entgegenzustellen. Jedoch wurden einige Söldner der Schwarzen Krallen von der flammenden Faust gefangen genommen. Alle Gefangenen haben behauptet, mit den Zentarim verbündet zu sein und damit jeglichen Verdacht vom Eisenthron abgelenkt. Ich habe Transig ausgesandt, den Söldnern dabei zu helfen, das Eisen zu eurer Basis im Mantelwald zu schaffen. Er hat einige Packtaschen mitgebracht, sodass er alleine zum Mantelwald reisen kann und somit die Gefahr verringert, dass euer Stützpunkt von Spüreinheiten der flammenden Faust entdeckt wird. Rielta Eliend 1370. Ja, das war das. Daveron, unsere Pläne laufen gut. Mein Sohn Sarivok. Okay, er ist der Sohn. Sarivok ist der Sohn von Rielta. Okay, das erklärt einiges. Ist von unserem Hauptquartier in Ordulin zurückgekehrt. Er bringt Neuigkeiten von unseren Vorgesetzten, die mit unseren Fortschritten soweit zufrieden sind. Ich habe vor, Sarivok zum Befehlshaber über unsere Söldnereinheiten in der Region zu ernennen. Er hat bereits Tazok, seinen Bediensteten, in den Mantelwald gesandt, damit dieser die dort stationierten Kräfte befehligt. In Balostor gehen die Dinge geschwind voran. Wir haben unseren besten Agenten in die Reihen des Handelskontors der Gemeinschaft der Sieben Sonnen eingeschleust. Okay. Daveron, ich habe eure Anfrage nach zusätzlichen Sklaven erhalten. Sie werden euch so schnell wie möglich zugesandt. Die Dinge in Balostor stehen gut. Wir haben eines der edlen Grundstücke im Westen erworben, das wir als Basislage für unsere Reparation benutzen. Es handelt sich um ein sehr altes Gebäude, das höchstwahrscheinlich schon vor dem Bau der zweiten Mauer errichtet wurde. Wodurch seine Bauweise lässt es sich leicht vor den Eindringen von Dieben schützen. Denkt daran, Rieslik zu fragen, ob ihm seine neue Behausung gefällt. Rielta Altoriak 1367. 1367. Und das ist 1370, also das ist der neueste Brief, der gekommen ist. Okay. Gut. Denn ich verschwinde jetzt. Immerhin, du wirst noch ein bisschen hier rumschnüffeln. Was es hier noch so gibt. Gold. Schon mal gut. Das hier sieht aus wie eine private Schmiede. Gucken wir uns mal die an. Hier ist allerdings nur ein Bücherregal. Mit Unsichtbarkeit entdecken. Und wir haben gar nicht die guten Geschosskugeln gegen Rielta gebraucht. Gut. Was wollt ihr? Das ist gut. Hier sind nur Fässer. Hier ist noch eine Truhe und da ist noch eine Truhe, die wir plündern können. Geld und ein Heiltrank. Fehlt nicht jemandem ein Heiltrank? Nein, nicht wirklich. Okay. Dann habe ich hier noch eine Truhe. Noch ein Heiltrank. Trank der Kälte. Ja. Ach, lass mal ein paar Pfeile da. Den Trank der Kälte, der ist wertvoller. Da muss ich kurz gucken, wer hat noch Platz im Inventar. Ah ja. Düna hier hat noch ein bisschen Platz, also nimmt sie mal die paar Sachen auf. Ja? Ich hab genug davon. Wird sich immerhin noch kurz in den anderen Räumen umguckt. Hier ist noch eine Truhe. Explosionstrank, Feuerodem-Trank, Trank der Meisterdiebeskunst. Zieh mal die Halskette an. Ich verschwinde jetzt. Genau, zieht einfach mal Ringe an. Dann haben wir noch ein bisschen Platz.
Kali trägt sogar gar keine Ringe. Gut. Daran müssen wir aber unbedingt denken nachher, bevor wir... wenn wir Zeug verkaufen. Trank des Feuerodems. Kriegst du. Explosionstrank kannst du dir. Hier beinahe unter meiner Würde. Oh, und hier ist noch jemand. Du bist ja, ich hab genug davon. Also erstmal gucken wir uns noch die Truhe hier an. Da ist noch ein Stab drin. Den kommt mir bekannt vor. Ja, das ist ein Furchtstab. Und das hier sieht aus wie ein Schrein von Baal. Das da ist nämlich Baals Symbol. Aber Baal ist tot. Warum zur Hölle hat jemand einen Baalschrein bei sich rumstehen? Verschwimmen und Lebensentzug. Okay, verschwimmen kann sie nicht lernen. Lebensentzug braucht sie sowieso nicht. Noch ein Lebensentzug. Infravision kann sie wahrscheinlich schon. Jo. Lebensentzug. Und dann nehmen wir noch das Alpen mit. Und mit dem da reden wir nachher gleich, wenn ich mich hier unten noch umgeschaut habe. Was hier ist. Ockergallert und drei Truhen. Was wollt ihr? Gut. Was? Beinahe okay. Unter meiner Würde. Obwohl, das ist kein Ockergallert, das ist ein Grünschleim. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ihm hier auf die Augen. Wobei die auch selber hinauslaufen. Au. Okay, der kann Odem benutzen. Kann ich euch helfen? Du bist jetzt verlangsamt. Ihr habt gerufen. Okay, wenn du so solche Faxen machst. Magiewiderstand, Mist. Kaum die Welt nur noch den einen Grünschleim tot kriegen. Sehr schön. 2000 Erfahrungspunkte. Hey, noch 3000. Dann haben wir das Level abgeschafft. Okay, will ich mich noch in dem Raum hier umschauen? Was? Na komm, ich gucke mich noch kurz in dem Raum um. Was wollt ihr hier lang? Ah, die Truhen sind sogar alle offen. Nein, sind sie nicht. Davon hast du schon einen. Maves Säurepfeil. Den kannst du auch nicht lernen, gell? Nein. Ah, ich weiß, wie ich noch Platz schaffen kann. So. So. Kannst du mal ein paar Schriftrollen haben? Was immer ihr schon erledigt. Ja, nee. Ich hab genug davon. Gut, das. Klopfen kann sie allerdings noch nicht. Da bin ich mir sicher. Und das ist fehlgeschlagen. Gut, letzte Truhe. Ja, das ist wahrscheinlich Schutz vor den Toten. Da kriegst du ein Amulett. Trägt zufällig noch einer eine Halskette mit sich rum? Ja, so. Definitiv Platzmangel. So, Unsichtbarkeit.
Schutzformel gegen Feuer. Okay, das konnte sie identifizieren. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Leg mal kurz die weg. Habe ich das Unsichtbarkeits... Nein, habe ich nicht weggelegt. Du bist ja ein Komischer, denn ich verschwinde jetzt. Ja? Okay, wieder raus aus dem Raum. Wieder hierher, dann speichere ich erstmal, weil es wieder Zeit für einen Cut ist. Dann rede ich in der nächsten Folge mit dem Typen hier. Mal gucken, ob das wieder ein Gefangener ist. Stefan heißt er. Okay. Ihr braucht, man kann es mal versuchen. Ach, Khalid ist immer noch langsam. Gut. Also speichern. LP023. Und dann sehen wir uns gleich wieder.